Hallo und herzlich willkommen, Luftboxen, zu einer weiteren Folge Mist Survival. So, was wollten wir tun? Genau einen Vorschlag haben wir bauen. Da haben wir irgendwas gebraucht dafür, würde ich es mir merken, würde ich nicht schauen müssen. Ironore, nein, Iron Ingot. Der Iron Ingo. So, hier. Da nehmen wir mal alle mit, wir können es ja wieder zurücklegen. So. Wir müssen unbedingt schlafen gehen. Stamina. Fehlt uns immer. So. Ja, endlich ist es soweit. Und da ist der Sledgehammer. Sledgehammer. So, die Axt ist auch nicht mehr die beste. So, wir bringen mal den... Ach, der Morgengraut und wir sind immer noch nicht schlafen gegangen. 3 Tage durchgehend. So, aber die Lampe können wir abdrehen. Batterien sparen. So, wir legen uns mal hin. Ja, das machen wir. Ah, endlich schlafen. Jetzt haben wir wirklich schon lange nicht geschlafen. So, wir hängen noch 2 Stunden dran und stehen gemütlich nach dem Mittagessen auf. Super. Ah, ist das schön. So. Haben wir irgendwas, was wir jetzt so richtig uns in den Rachen werfen können? Nein, das ganze gegrillte Fleisch ist schon verspeist. Verspeist. So, das heißt, wir holen uns von hier fertiges, was weiß ich, wenn wir 3 nehmen. Ja, wir werden 3 zu uns nehmen. So. Ein zweites hinterher. Das legen wir auf Reserve und das trinken wir aus. So, super. Flasche auffüllen. Jetzt habe ich geglaubt, ich bin am falschen Kanister mit Schmutzwasser. Nämlich der da. So. Ah, ist das schön. Wir haben einen Vorschlaghammer. Ich freue mich echt total über den Vorschlaghammer. So. Was aber wichtig ist. Uff. Ja. So. So. Ja. Geht das nicht weiter rüber? Nein. Davor auch nicht? Nein. So. Aber. Nein, falsch. Rum. So. Jetzt wegen. Ja. Und weiter. Nein. So, dann haben wir links und rechts mal die Körpersens. Ob das aber gut ist, weiß ich nicht. Die Körpersens. Jetzt kann man in die Mitte die kleinen stellen. Moment, probieren wir nochmal. So, wenn wir nämlich... So, den hier abstellen. Und... den hier abstellen. Heute basteln wir uns einen Loot Truck. So, nein. Kommt zurück, kommt zurück. Boah, jetzt flackert das so. So. Ja, die Viezelarbeit, die Viezelarbeit. Boah, welche Angst. So. Und schon passt es besser. So. Ja, hinzittern und drinnen ist er. Ja, bitte. So. Dann kommt dieses Köfferchens. Köffersens. So. Er hier. Mit Move. Move. So, mal hier herstellen. Dann raufspringen. So, ich weiß, man bekommt noch mehr drauf.
Aber hier unten habe ich dann die großen Köffersens. So, jetzt könnte ich so auf den Seiten, wie ich es vorher hatte, auch die großen Köffersens hinstellen. Da werde ich aber die kleinen zwecks der Übersichtlichkeit links und rechts hinstellen. Ja, denn in diesem Spiel geht es um Optik. So. Super. So. Schauen wir mal da. Nein. Ja. Und jetzt geht er nicht rein. Gut. Dann muss er da rein. So. Wir hüpfen mal rauf. Ja, ist gut, oder? So, können wir den noch? Nein, der zittert nur herum, aber funktionieren wird es nicht mehr. So. Dann. Ihn hier geht auch nicht mehr. Oh ja. Ist gegangen. So. Dann ihn hier. Ich weiß, Fitzelarbeit. Widerliche Fitzelarbeit. Den müssten wir ein wenig drehen noch vielleicht. Oder es geht sich schon jetzt aus. Das werden wir gleich sehen. Gleich werden wir sehen. So. Und wenn wir jetzt den noch ein wenig vor, ein wenig. So. Geht sich das schon aus? Gleich werden wir sehen. Oh, bin ich gespannt. Nein. Was hüpft da jetzt umeinander? Da hüpft umeinander. So. Nein. Nein. Ja, schon besser. So, aber wichtig ist, dass du da rein. Genau. So, jetzt holen wir noch einen kleinen schwarzen. Oh, Bastelarbeit am Loot Truck. So. Das kleine Schwarze. Oder stellen wir wieder davor am Wagen ab. Das kleine Schwarze. Ich hoffe, keiner der Zombies oder Banditen beobachtet mich da jetzt. Weil das wäre ja echt, also, pff. Meine Herren. So, nein. So, wenn man nämlich so. Ist der jetzt. No. Super. Bleib so. So. Toll, oder? So, und davor können wir noch zwei so Köffersens. Und die will ich querlegen, dann bleibt noch ein wenig Platz. Querlegen, querstellen. Dann bleibt noch ein wenig Platz in der Mitte für, wenn wir irgendein Zeug noch mitnehmen. Oder brauchen wir das? Naja. So. Weil ansonsten könnte man nämlich drei so aneinander stellen noch. Da hüpfen wir mal rauf. Wenn wir jetzt sagen, der da. Wird leicht falsche Richtung. Genau, so. Dann könnten wir drei noch dran stellen und noch zwei auf der Seite, aber die kleinen will ich eigentlich nicht. Ich hoffe, die sind alle schon leer. Ha, die haben in der Weihnachtsfolge geleert. So. Dann er hier. So. So, schauen wir mal, ob das reicht. Oder ob wir den noch ein wenig drehen müssen. So, Move. Mit dem fahren wir auch nach draußen. So, dann nehmen wir uns einfach den hier. Ich hoffe wirklich, die sind alle leer. Was wäre es jetzt noch? Da alle ausräumen. So, ist das gut? Ja, optisch könnte er. Jetzt ist schöner. Ja, perfekt. Ist es nicht ganz. Nicht ganz perfekt. Halb perfekt. So. Ich glaube, jetzt übertreibe ich es gerade. Eigentlich will ich die aber nicht dran tun. Wenn ich was nicht will, dann sollte ich es auch nicht tun. So. Stellen wir da wieder dazu. Dann wundert es keinen. So, Loot Truck ist fertig. Oh. Hey. Ist das cool. Wir räumen zuerst ein.
So, in den Kasten, Zündkerze, Zündkerze, Battery, Battery, Battery. Super. So, cool. So, dann haben wir, oh. Wahnsinn, oder? Das ist echt super. So, so und so. Dann haben wir das und das. So, der war leer schon. Dann haben wir wieder ein wenig Loot. Ein wenig Loot muss sein. Wow. So, das nehmen wir mit. Eine Fleischdose. So, das, was wir drinnen lassen, sind Stöckchen. Stöckchen. Und Textilien. So. Ja, ich freue mich, wir haben den Loot Truck fertig. So, zumachen. Dann haben wir hier ein wenig vom gefundenen Zeug. Das passt auch gut dazu. So, hier sind Schnürchen. 13 Schnüre, jetzt haben wir 14. So, da sind Stöckchen drin. Da ist Holz drin. Okay, aber die Stöckchen, da legen wir das Holz. Sieht keiner. Sortieren können wir es noch immer später. So, dann falscher Kasten. Haben wir hier Steinchen. Super. Ja, das ist alles gut. Das kommt hier noch rein. So. Oh. Ja, wobei, schon langsam haben wir viele Lampen. Da können wir endlich unser Beleuchtungsgeschäft eröffnen. So, wenn da die Zombies kommen und sagen, wir hätten es gerne heller, kann ich sagen, ja, ich weiß. So, hier, hier. Ein Salz haben wir, das reicht aber nicht für viel Bärensalz. Wir brauchen mehr, wir müssen looten gehen. So, naja, der Vorteil ist, wir haben den Loot Truck. Jetzt können wir nämlich auch looten gehen. So, schauen wir mal. Da brauchen wir ein bisschen Munition. Weil wir den Grubenboss erlegt haben, haben wir ja alles an Munition verblasen. Also alles außer diese Erinnerungsstücke hier. Und das Jagdgewehr haben wir ja nicht. So, oh. Die Schuhe. So, im Haus mache ich nicht so mit Waffen rumrennen. Das ist auch gut. Super. Und hier haben wir Fleisch. So. In den Kasten können wir das zurücklegen. Sieht gut aus. Ja, viele Patronen können wir da bauen. So, dann wollte ich noch schauen, wie viele Pfeilchen wir jetzt haben. Ja, 16 Pfeilchen ist gut. So. Dann räumen wir es der Vollständigkeit halber die letzte Tasche nämlich auch noch leer. So, bringen alles hinein. So, was wir seit dem neuen Speicherstand auch noch nicht gemacht haben, das könnte man nämlich jetzt auch machen. Aber ich glaube, ich schau mal, was das kostet. So, hier. Components fehlen uns, Blättchenhammer, Nägelhammer, Brettchen hätten wir. Ja, gut. Nachdem wir das nicht haben. Volles Wasser, Reservefleisch. Relativ viele Werkzeuge, die wir alle nicht brauchen. So. Ja, die Axt, wir nehmen trotzdem eine Reserveaxt nicht mehr mit. Die Säge bräuchte man eigentlich unterwegs ja auch nicht. Dann legen wir die Sägenkasten. Legen wir die auch mal ab. So. Das Messerchen ist gut. So, dann wichtig für unseren Ausflug. Und zwar Benzinkanistertausch, einen Motor. Eine gute Batterie, eine, naja, akzeptable Zündkerze und 1, 2, 3 und 4 Reifen. Die Reifene. So. So, und jetzt machen wir uns auf den
Weg zu Fuß. Wir haben den Loot Truck zwar fertig, aber wir wollen zu Fuß unterwegs sein. So, die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, wollen wir jetzt zuerst Kate oder Rachel befreien? Aber ich weiß gar nicht, ob die nicht immer woanders spawnen. Wenn sie spawnen. So, nachdem wir jetzt einen Vorschlaghammer haben, können wir auch mit dem Bogen auf diesen Wagen schießen. So. Schauen wir mal, ob er sich ab. Der nutzt sich jetzt auch ab. Oh nein. So, naja. Alles wird kaputt auf dieser Welt. Nur die Autoteile nicht. So, Brettchen bekommen wir auch schön. Weiß ich nicht. Armaturenbrett, keine Ahnung. So. Respawn. Nischt. So, das ist übrigens der erste Wohnwagen, den ich zerlege. Wir haben zwar den Grubenboss besiegt, wir haben alles Mögliche gemacht, aber noch keinen Wohnwagen oder Traktor zerlegt. Wärmer Traktor werden wir auch natürlich noch zerlegen. So. Kommt ungefähr dasselbe wie bei einem Auto raus, habe ich den Eindruck. Ja. So. Wir schauen mal. Ja. 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 Naja. So. Aber. Wie spät ist es denn? 16 Uhr. Gute Zeit, um Banditen anzugreifen. Da oben sind sie auf dem Hügel und da patrouilliert ja manchmal einer. Ah, liebe Eva, falls du zusiehst, da drinnen läuft ein Zauber, falls du zusiehst, da ist auch noch einer. Ein Pickup. So. Wir nähern uns von hinten. Warum? Weil es geht. So, gleich sind wir oben. Boah, beschwerlicher Aufstieg. Was? Und der macht nichts. Können wir den eigentlich? Okay. Kannst du so stehen bleiben, bitte? So. Und ein dritter ist auch noch da. Wir haben mal den Köcher-Slot gewechselt, damit wir wieder 8 Pfeile haben. Wo ist bloß der dritte? So, Loot All. Loot All. Oh ja, eine Wasserflasche. Wo ist mein Pfeil? Mein Pfeil, mein Pfeil. Gehört alles mir. Waffen haben die wieder keine. Das mit dem Messer werden wir nachher aus. Oh, ist die Gegend schön. Wenn das Licht so durch die Bäume fällt, ist super. So. Ein dritter. War hier ein dritter? Da ist der Pickup vorne. Ich weiß es. Oh ja, da ist er. Aha. Der kann sich ducken. So, aber wenn er sich ducken kann. Ich wollte heute keine Überlänge machen. Ah, bei 20 Minuten wollte ich bleiben. Eigentlich.
So. So, den Rest haben wir ja eh mit Pfeil und Bogen gemacht. So, und den werden wir uns von der anderen Seite her schnappen. So. So, der steht nämlich beim anderen Ausgang. Verdammt, ich habe... Ah, liebe Eva, den einen habe ich natürlich vergessen. Den einen Pickup, den werden wir uns gleich holen. So, da dazwischen steht er, aber da kann ich nicht durchschießen. Ja, ja, beobachte ruhig deine Waffe. Ich beobachte dich. So. Super. Danke für den Zucker, das ist ganz toll. So. Wir legen mal das Messer daher. Lieber Markus. Ja. Ach. Verdammt. So, da okay. So, so. Alles gut. Wenn wir schon da sind, looten wir gleich. Da ist natürlich nichts zu looten. So. Dann haben wir hier... falsche Ding. So, wenn wir schon da sind, machen wir das gleich. So, ja. Eigentlich sollte man lieber Kate befreien und speichern. Da kann man ja alles noch machen. Schade. So, was ist in dem... Oh ja, Benzin, viel Cam. So, Kate befreien können wir aber tatsächlich sowieso. Schalten wir das Licht ein. Interakt. Kate, Rachel natürlich. Also, Rachel, ich habe einen Vorschlag für dich. Du kommst mit. Ist das okay? Ja. Rescue Rachel. Proceed. Super. Ja. So, das Upgrade nehmen wir natürlich, weil wir haben noch zwei Geiseln zu befreien. Ja. So, Fleisch und Components. So, da war noch hier. Nein! Wieso? So, pass auf. Wir werden das so machen. Hier. Free Tank. Ja. Proceed. Super. Proceed. Super. Proceeden ist super. So. Auch ganz gut Components gesammelt. Ja, echt ganz gut. So. So, Battery. Den Motor können wir, den Kanister können wir gleich rausnehmen. So, Zündkerze und gleich haben wir es. Nur noch den Motor rein. Der, glaube ich, braucht am längsten. So. Und ich bin der Meinung, jetzt sind wir fertig. Wir werden mal... So, safe. So. Den kann man nicht. So, da waren Schuhe. Das ist auch super. Die brauchen die Schuhe ja nicht mehr. Wohnwagen hat's geheißen. So. Ja. So, Brett, Wasser. Da, Munition.
Wohnwagen hat's geheißen. So, er hat nichts. Er hat nichts. So, wir probieren das wieder mit dem Messer. Wieso? Ich habe auch schon einmal gesehen, dass das funktioniert. Ach ja. So, vielleicht geändert worden. So. Und ja, nachdem wir jetzt alles gelootet haben, tja, gelootet und Rachel befreit, können wir mit dem Pickup fahren. So, ja, oh, und jetzt da den Berg runter, wo wir nichts sehen mit dieser Scheibe. In der Nacht den Berg runter mit dem Wagen. Aber wir kriegen das hin. Wow. So. So, dann haben wir den Pickup auch gesaved. Wir haben den Pickup gerettet. So. Super. Er fährt sich trotzdem nicht so gut wie der SUV. Ja, der SUV ist mir schon lieber. Sag mal, warum biege ich hier eigentlich nicht ab? So. Und schon ist Rachel gerettet. So, parken wir, wo parkt man den jetzt? Wir müssten da mal so eine Umparkaktion machen. So, sobald was angestickt ist. Nein! Und aus. Super. So. Ja, jetzt haben wir schon drei Pickup und drei SUVs. Wobei sind nicht alle fahrbereit, muss man schon auch der Fairness halber sagen. So, Messer aus der Hand ist ja peinlich. So, Rachel, Rachel. Hey. Yes. Ja, ich danke vielleicht wegen Befreien und so. So, du da, Rachel. Männlich. Rachel ist also männlich. Das überall? Okay, also, Herr Rachel kann in diesen Raum rein. So, das ist gut. Herr Rachel, erschreck mich nicht so. So, wir schlafen noch eine Runde. So, das ist gut. Bis wir richtig erholt sind. So, so Rachel. Hey. Hey. So, gut, egal. Ich beende jetzt hier die Folge, Rachel. Ich beende jetzt hier die Folge. Geh an dir vorbei, schließe die Tür. Ja, wir müssen leider den Zaun machen. Ja, ständig die Tür auf und zu machen. Gut. Dann sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.